Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Minecraft Project RET V2. Heute ist der gute Dosch bei mir. Hallöle. Und auf dem Server ist noch der Triolo, aber der ist nicht bei uns im TS, der guckt dann noch irgendwo bei seiner Basis rum. So, Dosch ist heute hier zu Besuch, um Zeuge zu werden, wie ich Hydraulikkraft Tier 3 starte. Ja. Hier hinten habe ich schon ein bisschen was aufgebaut und ihr seht schon, Medium Pressure. Also hier Medium Pressure Pump, zwei Stück, Medium Pressure Wet und einen Mixer. So, bevor ich zu dem Mixer gehe, erst nochmal zurück zur Pump. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, im Hydraulikkraft Teil 2, mehrere Pumpen einzusetzen bringt nichts. Es ist nicht ganz richtig. Und zwar, wenn wir einmal reinklicken, sehen wir ja hier Generating und Max. Okay, Generating 75 Millibar ist die Stufe, das ist eben die Medium. Und nebendran haben wir noch den Tank, der maximal, was sind das, 1 Million Millibar, also umgerechnet 1000 Bar speichern kann, genauso wie der hier. Das ist dann aber so, dass da nicht dann 2000 Bar sind, sondern wirklich nur 1000. Es geht nur um die Ticks, die Generating Millibar pro Ticks, das wird dann 75 Millibar plus 75 gibt dann eben 150. Ne? So. Mein Fehler gewesen, habe ich jetzt somit korrigiert. Hier geht noch eine Pipe hoch. Komme ich später nochmal zu. So, hier, der Mixer. Der Mixer, ihr seht es hier neben schon, der hat hier so drei Tanks dran. Und in diesen Tanks ist, was ist da drin? Hydrauliköl. Hydrauliköl, genau. So, dieses Hydrauliköl brauchen wir später für die Tier 3 Stufe. Ja, bitteschön. Und das Hydrauliköl wird gewonnen aus Wasser und Seeds. So, die Seeds kommen hier oben rein. Und dann sieht man schon, hier das Wasser wird verbraucht. Und ja gut, der Druck ist jetzt weg, weil die jetzt aus sind. Aber ich habe ja hier schon ein bisschen was. Und die Seeds bekommen wir von dem Harvester, der oben steht. Und dann gehen wir gerade nochmal kurz hoch. Entschuldigung, den habe ich nämlich auch umgebaut, beziehungsweise umgesetzt. So, hier habe ich auch ein bisschen, da ein paar Blumen und hier noch ein Häuschen und so. Ach, wie süß. Ja, gell, finde ich auch. So, hier ist der Harvester. Das ist die maximale Ausbauform. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 9 müssten das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, genau. 9 mal 9, in der Mitte ein Wasserfeld. Damit es auch ordentlich begossen werden kann. So, und hier hat er ordentlich Seeds gesammelt mit Hilfe einer Auto-Workbench. Hier in das Rezept Weed zu Seed und mit einer Item-Duct verbunden. Mit einem Servo drin, klar, muss ja. So, und von dem habe ich die ganzen Seeds, um unten das Hydrauliköl zu basteln. Und ich habe hier eine Framerate, das ist doch nicht mal feierlich. Ja, ich habe auch eine Framerate von 20. Okay. Also liegt es also, immer an mir. Nee, das ist dann glaube ich wirklich so, wie du das gesagt hast, dass es schon an den Microblocks liegt. Ja, hier habe ich ja überall Microblocks verbaut. Ich glaube, die reiße ich nochmal raus. Hm. Sollte ich vielleicht. Verbaut, weiß ja. Tag. Guten Tag, wir sind mitten in der Aufnahme. Macht nix. Gut. Ich bin still, ich brauche nur Dominik nach der Aufnahme kurz. Okay. So, und hier Mixer eben, ne? Seeds und so. Außerdem sieht's, machen wir eben das Hydrauliköl und das Hydrauliköl, wie gesagt, für die nächste Stufe. Weil die Geräte kann man entweder mit Wasser benutzen oder eben auch mit Hydrauliköl. Und das Hydrauliköl hat eben den Vorteil, es nutzt sich nicht ab. Also, es ist, also ist ja wiederverwendbar oder wie? Nee, nicht wiederverwendbar, es bleibt einfach drin. Es verbraucht sich nicht. Ja. Ah. Hier muss jedes Mal Wasser nachgefüllt werden, beziehungsweise eine Wasserquelle dran geschlossen werden, Hydrauliköl. Einfach einmal einfüllen und fertig. So, aber ich möchte jetzt erst einmal noch... Auch bald. Bitte? Hat sich wohl auch bald. Noch einmal, ich habe es eben nicht, akustisch nicht das verstanden. Das wird sich wohl bald ändern mit dem Hydrauliköl. Das okay. Soll wohl verbrauchbar werden. Eben um ein bisschen Realismus und so reinzubringen. Ja, okay, gut. Ich habe da im Minecraft-Forum, habe ich nämlich mal nachgeguckt vor ein paar Tagen. Ah, okay.
Ja gut, mein letzter Stand ist eben das vom Wiki, vom Hydraulikkraft-Wiki. Ja, richtig, im Moment ist es ja auch absolut so der Fall, aber es soll sich halt mal ändern. Okay. Ja gut, werden wir dann sehen. Eigentlich das erste Mal. So, ich habe jetzt die zwei Pumpen abgebaut, die habe ich hier und möchte die jetzt zu den Advanced High Pressure Pumps umbauen. Und zwar brauche ich dafür einen High Pressure Core. Dazu brauche ich einen Medium Pressure Core. Dazu einen Low Pressure Core. Ihr seht, ne? Also hier viele Cores. Core, Core, Core. Jetzt nehmen wir das Marine Core. Ne, das war wieder was anderes, gell? Okay, alle sind sie still. Dann war er doch nicht so gut. Naja, passt schon. War nicht so lustig. Ja, war okay, ja. Aber war nicht lustig. Ja. So, brauchen wir noch ein paar Pistons. Halbwiesen Eisen habe ich jetzt mittlerweile auch hier in dem Barrel, weil die Kiste zu klein ist. So, Redstone habe ich noch in der Tasche. Gut. So, einfach mal hier und zack. Da brauchen wir jetzt erstmal ein paar Stück. Ah, 12 sollten erstmal reichen. So. Dann die Low Pressure. Kann ich nicht, weil wegen was? Stone ist da. Ach, die Walls fehlen schon wieder. Geht auch nicht, weil Stone? Ja, genau, Stone. So, Stone habe ich genug. Mittlerweile, ich muss es bloß immer wieder reinholen. So. Na, komm, jetzt bleib doch mal hier. Hallo. Danke. So, machen wir mal ein paar Walls. Ai. Ja, warum setzt denn der die da? So, danke. Das ist aber nicht nur bei dem Worktable so. Das war auch bei anderen Teilen schon passiert. Okay, was fehlt jetzt? Lead. Ach, ich habe gar kein Lead drin. Mann. Und vorbereitet. Wo ist das Lead? Natürlich bin ich vorbereitet, siehst du doch. Ach, hallo. Schon dabei. Hallo. Das gibt es aber nicht, ne? Ja, hallo. So. Mensch, ich dachte, du hast Vertrauen in mich. Lass ich mal so stehen. Das lass ich mal so danke. Stehen. So. Dankeschön. Ja, bitteschön, gern geschehen. Ja, Kupfer, bring mal Kupfer mit. Nee, habe ich noch. Wollte ich gerade sagen, ich bin noch nicht blind, da hältst du noch was. Machen wir gleich mal 8, weil die werden wir jetzt auch noch öfters brauchen. So, und jetzt, hier, High Pressure. Enriched Copper Ingot. Ja, so. Viel Spaß bei dem Dias. Ja, Diamanten, Kupfer. Ist doch kein Problem. Wo hast du Dias? Ja, da hinten. Ich war zwischendrin auch mal ein paar bisschen farmen. Oh. Ja, so. Wenn du Dias vermehren willst, kann ich dir gerne meinen Hammer geben. Da ist Fortune 3 drauf. Ich habe auch Fortune, danke. Alles gut. So. Da erstmal. Wie viel brauchen wir denn? Also, wir brauchen einmal für die High Pressures. 4 Stück. Also, wir brauchen einen Core. Dann brauchen wir einen zweiten Core. Dann brauchen wir noch einen dritten Core. 4, 5, also, 5 Stück brauchen wir. Also 5x8 sind. Ne? 5x8 sind. Wieso 5x8? Moment, wieso 5x8? Ja, 8 Kerne brauchen wir. 8 Cores. 4x8, so rum. Boah, hier. So. Ich wollte schon sagen. 32. Ja, würde ich auch sagen, ne? So. Warte, das sind. Ja, ein Dia fehlt. Ein Diamant fehlt. Ja gut, macht nichts. Wir haben noch. Hast du noch mal das Lager? Ja, natürlich. So, komm mal. So, komm mal her. So. Einmal hingesetzt, jetzt gucken. Das ist die Silk Touch. Nee. Nehmen wir die. Fortune. Ja. Und jawohl, ein Diamant rausbekommen. Ja, effektiv. Ja, mehr wollte ich auch nicht. Passt hier. Ja. So, zack. Enriched Copper Ingot. So, die kommen jetzt irgendwo da rein. Jetzt würde ich gerne mal. Ah, guck mal hier, das kann ich doch zusammenfassen, Mensch. Warum macht denn der das eigentlich automatisch? Naja. So, jetzt hier. Zack. Wie viel habe ich gesagt, brauchen wir? 8, gell? 32. 4x8. Ja. Also 8. 8. So, komm. Was fehlt jetzt? Jetzt fehlt noch die Wall. Ja, super. So, zack. Irgendwas fehlt immer. Ja. So, das sind die 8. So, passt doch wunderbar. Jetzt hat die Pumpe umbauen. Hier, Gaskets brauchen wir noch. So, nehmen wir auch gleich mal ein paar Stück. Wenn wir bestimmt das Öfteren brauchen. So, kriegen wir jetzt die Pumpe. So.
So, wo habe ich? Da habe ich. So, eins. Hallo? Was fehlt denn jetzt? Och, wo habe ich denn jetzt? Da sind sie doch, die Pistons. Mensch, ich habe doch gewusst, ich habe sie gemacht. So, eins und zwei. Passt doch, wunderbar. Hm. Jo, dann müssen wir noch die anderen Dinger abbauen. Die Säge bleibt. Hier noch das Medium-Pressure-Bett, weil das muss jetzt auch noch geändert werden. So, komm her. Danke. Dosh. Jo. Wenn du Lust hast, kannst du mal die Pipes da abbauen, weil die müssen auch noch abgeändert werden und die sind wiederverwendbar. Okay. Das ist ja das super, das Tolle an dem Mod. Also du kannst wirklich alles von der Tier 1 bis zur Tier 3 wiederverwenden. Alle Pipes oder die Leitung nach oben auch? Alle, oder? Alle. Sämtliche. Ja. So, Medium Pressure Bed wird zum High Pressure Bed. Und zack. Ja, man sollte es auch richtig anklicken. Was fehlt jetzt schon wieder? 13 sein, oder? Weißt du das? Nee, habe ich nicht im Kopf. Auf jeden Fall, hier sind sie. Hab sie dir zugeworfen. Wall. Gasket. Hyper. Hallo? Willst du mich veräppeln? Vielleicht. Medium Pressure Bed? Medium Pressure Bed. Wall. Wall, Wall. Gasket, Gasket. Wall, Wall, Wall. Ist doch alles da. Hm, geht nicht. Gut. Dann nehmen wir das Zeug eben raus. Ja, zwei Stück. Dann 1, 2, 3, 4, 5 Walls. Und was brauchen wir noch? Den. Gasket, hast du? Ja, zwei Gaskets habe ich. So, du kommst erstmal da unten hin. Dann du dahin. Ihr zwei dahin. 1, 2, 3, 4, 5. Und zack. So. High Pressure Bed. So, und du hast die Pipes? Hab ich sie zugeworfen. Ah, danke schön. Bitte, bitte. So, dann, wo sind die Pipes? Da sind sie. Die werden so gemacht. Hier Medium Pressure Pipe, dann eben Gasket und Enriched Alloy. Hiya Diaz. Bitte? Hiya Diaz. Ja. Hiya con Diaz. So. Ein. Hier der. Wie hast du da von den Pipes? Weißt du, was mir gerade auffällt? Das Enriched Alloy ist schon wieder weg. Ja. Deswegen ging das wahrscheinlich. Nee, deswegen ging es vorhin auch nicht. Naja. Gut, ich brauche 26. Uiuiuiuiui. Oh ja, was für eine Diaparade. Okay. Dann müssen wir halt hier mal ein bisschen was knacken. Ich fange schon mal hier an. Ui. Ich hab schon 11. Ich hab 8. 13. 16. Was hab ich gesagt? Ich. 26 brauche ich. 26 und dann sind nochmal 17. Oh, ja, das passt ja. So, warte mal. Die erstmal wieder wegpacken. So. Dann kannst du auch gerne mir geben. Nö. Oh, schade. Ja, ihr habt schon einen Digital Miner, ich noch nicht. Hallo? Ja, und was macht er gerade? Richtig, Koppelfarm. Tja. Dann machst du irgendwas nicht richtig. Nee, ich mach alles richtig. Quakes macht alles falsch. So. Jetzt tun wir hier noch, das können wir jetzt erstmal rausnehmen. Zwei Gaskets brauche ich noch, damit das klappt. So, und jetzt nochmal. Hier, Rezept. Rein. Zack. 13 Stück, passt doch. Sehr gut. Wunderbar. Bar. Moin. So, das müsste jetzt erstmal das gewesen sein. So. Und damit das Ganze nicht ganz umsonst ist, die ganzen Diamanten, machen wir auch gleich mal hier den Washer. Und zwar brauchen wir hier Glas, also drei Glas, ein High Pressure Core, Gasket und drei Walls. Haben wir dafür noch alles da? Müsste. So, Washer. So, geht doch. Tatsache, hier, so. Jetzt brauchen wir noch ein paar Walls. Oh Gott, wie viel brauche ich denn da jetzt? Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein 3x3x3 Block. So, dann brauchen wir noch ein Interface und Ventile. Wo sind die jetzt? Lass mich doch mal hier. Hydraulikventile. Haben wir noch? Haben wir nicht. Schade. So. Oh Mann, ey. Ich brauche noch Stone. Falsche Taste. Hier, Stone. Wo ist er? Nee, hier sind Stone Bricks. Ich hab schon. Also. Ja. Dann ist gut. Nee. Wo?
Auch. Vielleicht. Da. Mensch. So, ein paar Walls. Zack. Dann hier die da. Hydraulic Block Valve. Die, wenn... Ach, ich will hier die falsche Taste gedrückt. Ist die nicht? Zack. Eine brauchen wir nur. Gut, die Walls nehme ich auch noch mit. So, zack. So, dann kommen sie mal mit.